Bei eurem Flashmob brauchen wir 5 verschiedene Elemente und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Als erstes brauchen wir ein, ich nenne es Clip-Clap mit dem Fuß. Clip-Clap deswegen, weil ich hier immer auf- und zuklappe. Das heißt, ich habe mein Gewicht unter der Ferse oder auf der Ferse und vorne ist der Fuß frei und deswegen kann ich hier ganz leicht auf- und zuklappen. Das geht nicht nur mit dem einen, das geht natürlich auch mit dem anderen Fuß. Und dieses Clip-Clap verbinden wir jetzt mit einem Seitwärtsschritt. Einmal zur Seite in die eine Richtung oder auch in die andere Richtung. Das heißt, wir haben ein Clip-Clap, Seit ran und direkt wieder ein Clip-Clap mit dem anderen Fuß und ein Seit ran zurück. Ich drehe mich jetzt mal mit dem Rücken zu euch, dann könnt ihr direkt mitmachen und seht genau, was ich tue. Wir starten in dem Fall mit dem rechten Fuß und fangen hier an mit Clip-Clap, Seit ran und der linke Fuß vollendet dann den Schritt. Gemeinsam 3, 4 und Clip, Clap, Seit, ran, Clip, Clap, Seit, ran. Anschließend brauchen wir 3 Schritte zur Seite gelaufen mit einem Clap am Ende und während wir in die Hand klatschen, tappen wir mit dem Fuß. Tap heißt in dem Fall, das ist ein Tap, ein Schritt ohne Gewicht, sodass wir anschließend mit diesem Schritt oder mit diesem Fuß direkt wieder weiterlaufen könnten. Das heißt, wir starten auch hier nach rechts, haben dann 3 Schritte. 1, 2, 3 und beim 4. kommt hier der Tap und der Clap, sprich das Klatschen in die Hände. Und jetzt das Ganze wieder zurück zur anderen Seite. 1, 2, 3 Schritte, auch hier ein Tap mit einem Clap gleichzeitig. Insgesamt sieht das dann so aus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und auf 4 wird wie gesagt immer geklatscht. Jetzt machen wir das gemeinsam. 5, 6, jetzt und Lauf, 2, 3, Clap, Lauf, 2, 3, Clap. Und jetzt hängen wir das noch an unser Clip-Clap seit ran von vorhin dran. 3, 4 und Clip, Clap, Seit ran, Clip, Clap, Seit und Laufen. 2, 3, 4, Laufen. 2, 3, 4. Als nächstes Element brauchen wir einen Schritt, bei dem ich immer einen Fuß nach vorne nehme und anschließend dann direkt wieder zurückhole und dann das Ganze mit dem anderen Fuß mache. Man kann sich vorstellen, man tritt hier beispielsweise eine Zigarette aus oder man versucht auf eine Kakerlake zu treten, die da zum Beispiel gerade vorbeigerannt kommt. Und hier versuche ich einmal mit dem einen und dann mit dem anderen Fuß die Kakerlake zu treffen. Deswegen nenne ich den Schritt auch Kakerlakenschritt, das kann man sich ganz gut merken. Und den brauchen wir 4-mal. Nach vorne, nach vorne, nach vorne und den Fuß zwischendurch immer wieder zurückziehen. Dass das Ganze ein bisschen dynamischer aussieht, dazu nehmen wir mal unsere Arme mit und lassen die hier einfach mitschwingen. Immer wenn wir nach vorne gehen und uns so ein bisschen seitwärts drehen, passiert das automatisch, dass die Arme sich etwas mitbewegen. Das brauchen wir, wie gesagt, 4-mal und auch hier starten wir wieder mit dem rechten Fuß nach vorne. Jetzt und 1, 2, 3, 4. Und diesen Schritt hängen wir jetzt auch mal an unser Clip-Clap und das Laufen danach hinten dran. Wir starten mit Clip-Clap. 3, 4 und Clip, Clap, Seit ran, Clip, Clap, das Laufen. 1, 2, 3, 1, 2, die Kakerlake. 1, 2, 3, 4. Und jetzt brauchen wir einen Schritt, den nenne ich den Roller, denn er erinnert mich ein bisschen daran, als man früher als Kind so einen Tretroller hatte und ist dann entsprechend hier gefahren. Jetzt stelle ich mir vor, dieser Roller ist allerdings kaputt und dann, wenn ich mich hier abstoße,
Ja, kann ich im Grunde genommen nur im Kreis fahren. Das ist vielleicht ein bisschen ja, komische Assoziation, aber so kann man sich das meistens ganz gut merken, denn das ist genau der Schritt, den wir brauchen. Wir stoßen uns mit unserem rechten Fuß immer am Boden ab. Der linke ist im Grunde genommen unser Drehpunkt, als wäre da ein Nagel durch den Fuß, und wir drehen uns hier um diesen Fuß drum herum. Der rechte stößt uns ab. Und davon brauchen wir auch wieder genau vier, um einmal komplett rumzukommen. Das sieht dann so aus. 1, 2, 3, 4. Und danach stehen wir recht breitbeinig da und schauen in die Richtung, in die wir vorhin begonnen haben. Das machen wir nochmal gemeinsam. Jetzt und 1, 2, 3, 4. Damit das richtig gut zum Flashmob passt und in der Masse auch gut wirkt, nehmen wir jetzt dabei unseren rechten Arm noch nach oben und machen eine sogenannte Lasso-Bewegung. Insgesamt sieht es dann so aus. 1, 2, 3, 4. Und das üben wir jetzt auch nochmal gemeinsam. Jetzt und 1, 2, 3, 4. Jetzt hängen wir diesen Rollerschritt an die Kakerlake hinten dran. Mit Klipp-Klapp starten wir. 3, 4 und Klipp-Klapp, seit ran, Klipp-Klapp, das Laufen. 1, 2, 3, 1, 2, die Kakerlake. 1, 2, 3 und der Roller. 1, 2, 3, 4. Als letztes Element fehlt uns jetzt noch ein Bouncen und ein kleiner Hüpfer, bei dem wir in die Hände klatschen. Das sieht dann so aus, ich zeige das mal eben seitwärts. Wir bouncen. Bouncen bedeutet, man geht so ein bisschen in die Knie, man wippt ein bisschen. Und man kann dazu hier vorne die Fußspitzen auch noch nach oben nehmen. Wenn ich meine Beine gerade strecke, dann kommt da noch ein bisschen mehr Bewegung rein. Hiervon haben wir also drei. Dreimal das Bouncen. 1, 2, 3. Und beim vierten springen wir zusammen mit den Füßen und klatschen dabei in die Hände. Von vorne sieht das dann also so aus. 1, 2, 3, 4. Und jetzt stehen wir wieder geschlossen mit beiden Füßen da und könnten das Klipp-Klapp von vorne starten. Das probieren wir auch einmal so rum aus. Wir sind also nach dem Roller hier angekommen und jetzt kommt das Bouncen. 1, 2, 3, 4. Noch einmal gemeinsam, jetzt und 1, 2, 3, 4. Das hängen wir jetzt an den Roller hinten dran und dazu starten wir ganz von vorne. Mit Klipp-Klapp und dem rechten Fuß geht's los. 3, 4 und Klipp-Klapp, seit ran, Klipp-Klapp, das Laufen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, die Kakerlake. 1, 2, 3 und der Roller. 1, 2, 3, 4. Jetzt Bounce. 2, 3, 4. Und hier ist dann der Moment, in dem ich wieder mit dem seitwärts Klipp-Klapp loslege und all diese Figuren als Dauerschleife tanzen könnte.